Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Oi, 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 oi. Zu Minecraft Together. Oi, oi. Nein. Heute leider ohne die liebe Emilia. Leider. Die war gerade auch noch da. Hey. Verdammt, ich habe zu wenig gemacht. Markus, ich habe Puffy. Geh weg von mir. Hey, er hat erstmal Spiel verlassen. Komm mal lieber online. Weil sonst haben wir nämlich gleich keine. Keinen Server. Ich schlag dich mit Brot. Ich bring dich um. Lalalala. Ich stehe am Brot. Oh mein Gott, ich habe ein halbes Herz. Echt? Ich habe ein halbes Herz am Brot. Ich hab dich Toastbrot verschlagen. Du hast nicht was getoastbrotet. Lol. Geh weg von mir. Ich glaub, ich hab dich mit Toastbrot verschlagen. Was? Ich hasse Mädchen. Geh weg von mir. Geh weg! Toastbrot! Geh weg von mir! Ich fick dich ins Knie, ey! Geh weg von mir! Ich glaube, die mögen sich beide nicht so ganz. Guck mal! Geh weg von meinem Bett! Soll ich gleich noch zu euch kommen und euch beide umbringen? Ja! Ich bin eh gerade an unserer Arena ein bisschen. Wo hast du mich reingepumpt? Am Hantieren. Komm, folg mir mal, wir nehmen ein anderes Grundstück zum Kämpfen. Ja, ich spawn aber immer da. Und du bringst mich, bringst mich jede Viertelsekunde um. Geh mal hier zum Kämpfen rein. Halt's mal, ich bleib da. Okay. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, oh, er kommt. Verstecken, 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 alle verstecken. So, ich brauche ein Versteck, ich brauche ein Versteck. Er wird mich nie finden, nie. Okay, vielleicht schon. Wow. Ich muss mal raggen. Ja! Ja! Sicher! War was? Sicher! Du bist so ein Arsch! Hi Tobi! Willst du mich auch umbringen? Ich seh dich! Du spielst von meiner Grundstück, hallo! Hallo! Oh, das war keine gute Idee. Ups! Hallo, du. Jetzt gehst du raus, jetzt bist du wieder drinnen. Er sieht mich nicht. Hä? Hey, hier ist Kies. Wie kann das vielleicht sein, dass du unter deinem Haus so einen Kreis gebaut hast? Oder ich bin zu doof, um das zu checken. Das ist ein Labyrinth, oder? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich baue mich jetzt einfach hoch. Ey, nein, bitte. Und genau deswegen solltest du es nicht machen, weil er nämlich genau Wasser ist. Wer hat da Löcher in mein Grundstück gebaut? Ich weiß nicht. Wärst du so freundlich und würdest das zubauen? Von oben? Ja. Wo ist das Loch? Hier. Wo? Achso, hier. Hey, ich hätte dich wenigstens mit einem Erdblock geschlagen. Erstmal hier alles abernten. Ich habe noch keine Lust. Du hast ein Dierschwert, ey. Jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er weg. Toll. Das regnet. Also ich glaube, Weizen abbauen habe ich jetzt auch relativ wenig Bock drauf. Ah, sehr interessant, dass das hier so einmal in der Mitte, wupp, der eine Hälfte hat die eine Hälfte ist fertig, die andere... Die Mitte habe ich kaputt gemacht. Solange du das Zeug wo hast du das Zeug denn hingemacht? In meinem Dingsbums. Da, 49 Brot. Danke. Das nehme ich auch. Was hast du? Nein! Wir haben hier einen Lagerhaus, wo wir alles Brot hinmachen. Tobi, ich baue ein größeres Grundstück. Definitiv. Dann
Und eins ist vielleicht nicht unbedingt eingezäunt. Das ist also irgendwo ein... Du kannst den Zaun natürlich auch wegmachen. Das ist nur so Grundstückseingrenzung. Du kannst übrigens das Stück hier drüben auch noch nehmen, wenn du willst. Also so Tobi, wie viel Attack Damage hat dein Schwert? Frag mich doch nicht. Na, schau, Tobi, zum Beispiel, ja, komm mal mit. 8,25? Was, wo bist du? Ja. Okay, dann bin ich einfach nur schlecht im PvP. Okay, dann wie kommen wir da drüber? Wir gehen hinten rum. Ja. Oh. Hoi. Sie gehen hinten. Oh ja. Beziehungsweise wir gehen eher durch die Stadt. Wo willst du denn hin? Da, wo ich hingeschaut habe. Links, eher links. Du könntest natürlich auch hier zu Emilia dein Haus pflanzen. So in den Berg rein oder hier so direkt daneben. Ja, da ist Wasser. Vielleicht da drüben eher so. Ja, da vielleicht. Hier so. Ja, da. Um mich herum. Wenn das okay wäre. Warte, ich baue mal hier einen Weg hin und dann kannst du links davon bauen. Habe ich denn genug Stein dabei? Habe ich natürlich nicht dabei. Dann versuche ich hier einmal... Habe ich denn wenigstens eine... ja, habe ich dabei, okay. Oder soll ich zuerst das Haus bauen und dann den Weg machen? Dann mache ich gleich den Weg. Ich mache hier nur so einmal kurz die Richtung vom Weg. Ja. Aber nicht so weit, vielleicht weil ich das ist noch Platz für mein Haus habe. Ja, du musst entweder links oder rechts davon bauen, sodass wir den Weg einmal hier quer durch haben. Oder natürlich, wir bauen den Weg rechts daneben. Da ich gerade eh relativ wenig zu tun habe, beziehungsweise eigentlich nur am Stadion weiterbauen muss, baue ich hier gerade nochmal den Weg hier. Nice. Weil ich so freundlich bin. Wer schreibt denn da? Eva. Hm. Mit wem schreibst du denn? Mit der Mrs. Sunny, die will joinen. Aber sie meint ohne Mikro, dass wir dann die Hintergrundgeräusche hören. Was? Hören wir uns ja selber dann auch noch. Nee, das geht ja dann gar nicht, dass man ja, hat sie ein Headset? Nein. Ja, dann hören wir uns vielleicht selber. Nee, wie denn, wenn sie kein Mikro hat? Beziehungsweise... Ja, dann kann man auch nicht den ja, genau. Ah ja, Gott. Ich bin so ja. Logik. Ja. Das fehlt dir definitiv. Das fehlt mir überall. Zahlen. Halt's mal. Geht nicht, ist angewachsen. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass du uns hörst. Das ist logisch, weil wir haben hier alle Mikro und Headset, beziehungsweise ich nicht, aber ist ja irrelevant. Okay, mach das. Steinchen, da sind Steinchen. Yay, hi. Ist da. Okay, instant. Was habe ich immer da? Boah, ich habe schon wieder scheiß Ding an. Ich tippe dich mal gerade zu uns. Ich habe das immer noch an, ey. Danke. Okay, wir machen jetzt was ich schreibe und wir reden. Okay. TP. Hab keinen Skin, das ist ja normal. Selina. Tobi einfach mal so richtig instant, ist ja normal. Ohne Rede. Ich krieg hier an. Ich komm hier nicht an die Fackel ran. Jetzt hier. Komm einfach mit. Hi. Du kannst dein Haus gerne, wenn du willst, folg mir einfach hier hinbauen. Wenn du willst. Da oben kannst du, also wenn du hier den Berg hochläufst, kannst du da Holz abbauen. Ich kann dir auch gerne eine Axt geben, wenn du willst, dann bleib stehen. Bitteschön. Und viel Spaß. Du kannst den Zaun übrigens abreißen, wenn du dein Haus baust. Das Schild will ich aber haben. Dein Wudau. Boah, manche Leute können auch echt nicht schreiben. Entschuldigt, dass ich hier so ein bisschen huste. Naja, das hört man gar nicht. Gratulation zu dem ersten Holz. Dank dir.
Oh Gott. Sodele. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso. Ja, genau. Ich wollte mir eine Axt machen, wozu auch immer. Nein, ich will keine Holzaxt. Oh, ich bin schon so müde, dass ich mit meinen Gedanken irgendwo unterwegs bin. XD. Ja, XD. Du musst schreien. XD! XD! Mann, was wollen denn alle heute? Das ist so witzig! So unglaublich witzig, ich weiß. Mann, oh Mann, ist das lustig. LF. LXD. So müssen wir das eigentlich nennen. LXD. LXD. XD. Lix. Seid ihr eigentlich behindert oder was? Also nicht so wie du, aber ja. Danke. Oh. Bist ja ein freundlicher Papa. Ich darf das, ich bin ihr Vater. Väter beleidigen ab und zu mal ihre Töchter. Luke, sie ist dein Vater. Sie ist dein Vater, okay. Ja, also euch folgt die Logik definitiv auch. Entschuldigung. So, raus hier. Nein, hättest du vergessen. Schön, dass Emilia hier ein Häuschen stehen hat. Dann kann ich natürlich gleich hier mal... Können wir schön alles kaputt machen? Nee, aber... Oh. Wie ging das denn so? Oh, da brauche ich nicht so viel. Warte, halt. Ja, ich drücke hier schon wieder rum ohne Ende. So, jetzt haben wir es aber. Was hat sie denn da drinnen? Vielleicht kann man ja irgendwas gebrauchen. Schwarze Eichensetzling braucht man eh nicht. Oh. Seerosen, die brauche ich auf jeden Fall mal. Das nehme ich mit. Du nimmst einfach alles, so viel aus ihrem Inventar. Habt ihr Essen? Ja, Selina, geh mal da unten. Zeig dir die Wortkiste. Da, warte. Hi. Siehst du mich? Hoi. Hallo. Ich glaube, sie schreibt. Hallo. Schlag sie mal. Hallo. Und dann bekommst du vielleicht Aufmerksamkeit. Hallo. Okay. Hallo. So, da in dieses Ding da. Sie schreibt immer noch. Kein Problem. Hallo. Sei mal da. Beweg dich mal. Warte kurz. Na gut, dann stell dich da eben hin. Da auf jeden Fall diesen Steinhäuschen. Nein. Ja, klar, es regnet. Was ist verdicht mit dem Recken los? Wow! Der ist hier irgendwo eingeschlagen, gerade neben mir. Auf mir. Guck, jetzt stehst du da direkt neben der Brotkiste, da kannst du reingucken. Ich hab sie gerade noch kurz zu mir tippet. Thanks. TP. Thanks a lot, mate. Meine Oma hat mir heute erzählt, dass sie in den Nachrichten gehört hat, dass ein 13-jähriges Mädchen an einem Tampon gestorben ist. Oh mein Gott. Nicht richtig reingesteckt oder was? Ja, keine Ahnung, was die gemacht hat. Die Oma wollte mal googeln, aber hat ich glaube, ich glaube, sie hat vorhin zu essen. Aber wie kann man an einem Tampon sterben? Das frage ich mich auch manchmal. Mit Betonung auf wahr. Ich laufe hier einfach die ganze Zeit rum und weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir diese Folge sei einfach werden. Nur gut. Huch. Warte, das mache ich hier gerade noch weg. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr angenehmen Abend und Nachmittag, wann auch immer diese Folge guckt. Was ich aus? Jedes Mal das Gleiche, was ich sage. Und ja, wir sehen uns dann. Am Freitag in der nächsten Folge von Minecraft, wenn das alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ja. Und bis dahin habt eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.